Das ist richtig, das ist ja ein Zwischenweg. Sie haben einerseits außerhalb dieser Gebiete ist klarer Vorrang. Sie haben klare Ausschlussgebiete, das sind Moor, das sind geschützte Biotope. Und Sie haben den Zwischenweg in den BLN-Gebieten, wo es grundsätzlich möglich ist, aber der integrale Erhalt ein wesentlicher Bestandteil ist. Ich nehme ein Beispiel. Das Projekt Walensee, ganz am Rand des BLN-Gebietes, könnte so möglicherweise realisiert werden in einer Güterabwägung. Wenn Sie aber mitten im Kern eines BLN-Gebietes jetzt eine Solaranlage pflanzen würden, würden Sie möglicherweise dann in der Güterabwägung sagen, nein, das gehört nicht dazu. Aber das ist dann nicht an mir, das zu entscheiden. Das ist diese Güterabwägung, die erfolgen muss, die wir mit diesem Kompromiss eigentlich auch so wollten, damit wir hier eben wirklich auch die Umweltseite im Boot haben.